Ja, das ist heute die letzte Veranstaltung in diesem Jahr, in dieser Reihe, und wir sind schon sehr gespannt. Das passt natürlich, es ist im Grunde Pasolinis weihnachtlichster Film, wenn man so will. Es handelt sich um das erste Evangelium Matthäus, Il Vangelo Secondo Matteo, und wir freuen uns auch sehr, heute mit Toni Hildebrand einen echten Experten zu diesem Thema hier bei uns zu haben. Und er wird uns nicht nur diesen Film präsentieren, sondern vorab noch einen Vorfilm, La Sequenza del Fiore di Carta. Übersetzt die Geschichte einer Papierblume aus einem der vielen Omnibusfilme, bei denen Pasolini mitgespielt hat. Und dazu gibt es noch eine Überraschung während des Vortrags, aber die möchte ich ihm natürlich nicht kaputt machen. Die Reihe geht noch weiter bis Juli. Also das ist wirklich angelegt als 10-monatige Lecture-Reihe und wird hoffentlich dann auch wieder in einer Publikation münden. Wir freuen uns immer da sehr darauf, weil wir wirklich einen derartig interdisziplinären Ansatz verfolgen. Das ist eben nicht nur filmwissenschaftlich, da ist die Kunstgeschichte dabei, da ist die Romanistik dabei. Und da freuen wir uns eben auch sehr, dass das so toll als Kooperation mit der Goethe-Universität hier in Frankfurt funktioniert. Und dass auch das Publikum, Sie alle, so durchmischt sind, das merkt man ja immer in diesen Gesprächen, die wir danach führen, dass da so viele unterschiedliche Denkansätze entstehen. Das ist wirklich was sehr, sehr Schönes. Ja, wir machen auch immer als Filmmuseum noch eine Begleitreihe dazu. Das widmet sich immer wieder Facetten rund um das Schaffen von Pasolini. Im Dezember haben wir jetzt noch Il Cristo Proibito, der verbotene Christus, gezeigt und läuft auch noch einmal am 27. Dezember von Curzio Malaparte, 1951, in einer, ja, wie mir der Referent des heutigen Abends auch sagte, sehr denkwürdigen Synchronfassung, wie man in den 50ern nun mal Filme synchronisierte. Und das ist trotzdem sehr, sehr sehenswert, weil es doch Aspekte gibt, gerade die Landschaften, die Pasolini sicherlich in irgendeiner Weise beeinflusst haben könnten. Als kleiner Ausblick im Januar, bevor dann unsere ersten Lectures wieder starten, widmen wir uns Pasolinis Frauen. Die gibt es tatsächlich. Und wir fangen an mit Marilyn Monroe, der er ein Gedicht gewidmet hat, das dann auch zentral in L'Arabia eine Rolle spielt. Und wir zeigen im Januar Filme mit Marilyn Monroe, über Maria Callas und mit Anna Magnani. Da gibt es eine kleine Auswahl. Schauen Sie mal ins Januar-Programmheft rein. Es ist, glaube ich, sogar schon online und bald dann auch in gedruckter Form hier wieder zu lesen. Ja. Ich kann jetzt nur noch weitergeben das Wort an Regine Prange, die die Ehre hat, Toni Hildebrand vorzustellen. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Abend, viel Vergnügen und ja, ganz viele tolle Filme. Bis nachher. Meine Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich sehr, Sie alle trotz des vorweihnachtlichen Termins, der ja immer einige Angespanntheit mit sich bringt, hier begrüßen zu dürfen zu einem Programm, wie Urs Spörri schon gesagt hat, das tatsächlich zur bevorstehenden Wiederkehr des Hauptfestes der abendländischen christlichen Kultur bestens passt. Der Kontrast zum letzten Film Salon könnte nicht größer sein, wobei gleichermaßen die wortgetreue Übertragung einer Textvorlage imponiert. So wie Pasolini in seinem letzten Film Die 120 Tage von Sodom des Marquis de Sade wortgetreu übernahm, folgt er in der 1965, also 10 Jahre früher gedrehten Verfilmung der Heilsgeschichte Il Vangelo Secondo Matteo genau dem Text des Matthäus-Evangeliums. Während andere Filme Pasolinis zu christlichen Themen zensiert oder wegen Blasphemie verboten wurden, so etwa La Ricotta, erlebte dieser Film sogar eine erfolgreiche Aufführung im Vatikan. Auch der eher experimentelle Kurzfilm La Sequenza del Fiore di Carta von 1969, der Gegenstand und Grundlage des heutigen Vortrags sein wird, bezieht sich auf eine Auslegung des Evangeliums, und wir werden Gelegenheit haben, in der Diskussion, etwa um Mitternacht, die sehr unterschiedlichen Bildsprachen dieser beiden Filme zu vergleichen und an ihnen den Subjektbegriff Pasolinis erneut reflektieren zu können. Als heutigen Referenten freue ich mich, Ihnen den Kunsthistoriker Toni Hildebrand vorstellen zu dürfen, mit dem mich ein Forschungsthema verbindet, nämlich das Werk Paul Klees, den ich persönlich aber erst seit einer Woche kenne, als sich unsere Wege in Zürich kreuzten. In der Schweiz hat Toni Hildebrand die wesentlichen letzten Stationen seiner noch jungen Karriere absolviert.
im Rahmen des Forschungsclusters Bild, Modell, Entwurf des nationalen Forschungsschwerpunkts Bildkritik ICONES hat er an der Universität Basel eine Dissertation über den Entwurf zeichnerischer Dispositive zwischen 1940 und 80 verfasst. Die summa cum laude bewertete Promotion bei Gottfried Böhm und Ralf Ubel wurde kürzlich abgeschlossen. Seit September diesen Jahres ist er als wissenschaftlicher Assistent in der Abteilung für moderne und zeitgenössische Kunst an der Universität Bern tätig. In seinem Studium, das er in Jena, Weimar, Rom und Neapel absolvierte und für das er diverse Stipendien und Preise erhielt, widmete er sich neben der Kunstgeschichte auch der Musikwissenschaft, der Philosophie und der Romanistik. Eine Interdisziplinarität, die ihn zur Teilnahme am trinationalen Graduiertenkolleg Gründungsmythen Europas in Literatur, Kunst und Musik qualifizierte, an dem Bonn, Paris und Florenz sich beteiligen. Pasolinis Filmästhetik gehört schon seit längerem zu den Arbeitsfeldern Toni Hildebrands. Mehrere Aufsatzpublikationen sind hierzu in Vorbereitung und auch ein Buch über Pasolini wird wohl erscheinen. Besonders interessant im Rahmen des heutigen Abendprogramms vielleicht ist ein Text über Pasolinis kurzen Dokumentarfilm Die Mauern von Sanaa von 1971, den wir auch noch, glaube ich, in der Reihe sehen werden. Als Pasolini-Forscher ist Toni Hildebrand besonders auf das Spätwerk fokussiert, das durch die Abkehr von der Utopie der römischen Borgata und durch die Suche nach neuen Räumen einer vorindustriellen Kultur in der damals sogenannten Dritten Welt oder auch in Süditalien gekennzeichnet ist. Wir werden nun zunächst Pasolinis kritischen Blick auf die römische Innenstadt in La Sequenza del Fiore di Carta zu sehen bekommen und freuen uns im Anschluss auf den Vortrag zum Thema Das Subjekt in der Plansequenz und die Allegorie politischer Unschuld. Jetzt zunächst der Film La Sequenza del Fiore di Carta. Ja, zunächst natürlich erstmal vielen Dank, Frau Prange, für die Einladung und Herrn Spöri möchte ich auch danken, auch dafür, dass er den Film noch so kurzfristig besorgt hat und für den gestrigen Film, also wo das Thema der Schuld oder der Unschuld eine entscheidende Rolle spielt. Das ist, glaube ich, eine großartige Gegenüberstellung. Ich werde jetzt ausschließlich über diesen Film sprechen, den wir gerade gesehen haben. Ich denke aber, dass es thematisch auch eine gute Einleitung ist in den späteren Film, auch wenn das zwei andere Zeiten sind, der Entstehung. Aber man kann sozusagen das auch in einer gewissen Weise als eine Einleitung für Il Vangelo secondo Matteo sehen. Im Sommer 1968 filmt Pasolini in Rom eine 10-minütige Plansequenz in der Via Nazionale. Ninetto Davoli, den Pasolini 1964 als Komparse für Il Vangelo secondo Matteo entdeckt hatte, läuft in der Figur des Ricetto die bekannte römische Hauptstraße entlang. Er tanzt gelegentlich, fährt per Anhalter mit und verliert als allegorische Figur eines unschuldig-schuldigen Bewusstseins zum Ende hin sein Leben. Seine unschuldige Lebensform wird von Gott bestraft. Diese Bestrafung wird von Pasolini als die göttliche Antwort inmitten der Allegorie politischer Unschuld platziert. Diese vergleichende Darstellung von Unschuld und Machtdemonstration entspricht Pasolinis Position daher in Form einer Frage. Wenn Alltäglichkeit und Geschichte nicht mehr miteinander zu versöhnen sind, wie ist dann die Erfahrung dieses Bruches darzustellen? In La Sequenza del Fiore di Carta markiert Pasolini diesen Bruch allegorisch und technisch. In die lokale römische Lebenswelt, die in der Plansequenz kontinuierlich abläuft, brechen die Weltbilder einer globalen Geschichte wie Naturkatastrophen in den lokalen Alltag ein. Dieser Einbruch wird Ricetto jedoch nicht bewusst. Er folgt allein dem vorgeschriebenen symbolischen Weg der Via Nazionale, also der Nationalstraße, ohne dessen Verlauf in Frage zu stellen. Für das in diese Situation geworfene Subjekt, Ricetto, existiert daher weder ein Umweg der Erkenntnis noch der Ausweg aus der politischen Situation um 1968. Dass die Straße für Pasolini indes ein wichtiger Ort der Reflexion war, hat er in seinem theoretischen Text, das Kino der Poesie, Il Cinema di Poesia,
deutlich werden lassen. Die Straße fungiert dort sogar als das Paradigma für die Schriftsprache der Wirklichkeit. Allein auf der Straße zu gehen, sei es auch mit verstopften Ohren, ist ein ständiges Zwiegespräch zwischen uns und der Umwelt, die sich durch die Bilder, aus denen sie sich zusammensetzt, ausdrückt. Durch die Physiognomien von Passanten, ihre Gesten, ihre Winke, ihre Handlungen, ihr Schweigen, ihre Mienen, ihre Auftritte, ihre kollektiven Reaktionen. Weiterhin Anschläge, Hinweisschilder, Richtungsangaben im umgekehrten Uhrzeigersinn, kurz und gut Dinge und Objekte, die voller Bedeutung sind und daher durch ihre bloße Gegenwart unvermittelt sprechen. Obwohl Ricettos Spaziergang in einer solchen lesbaren Umwelt stattfindet, liest er die Wirklichkeit dennoch nicht als Schriftsprache der Geschichte. Die Lebenswelt spricht für ihn nicht von einer geschichtlichen Gegenwart, sondern ist alltägliche Umwelt, hinter der sich weiterhin nichts verbirgt. Ricettos historische Schuld besteht somit darin, dass er im Sommer 1968 in fröhlicher Unschuld kein politisches Subjekt repräsentiert, wenn er durch die Via Nazionale spaziert. In La Sequenza del Fiore di Carta stellt Pasolini damit eine zweite, meines Erachtens aktuell gebliebene Frage, was es bedeute, wenn eine bestimmte Schriftsprache der Wirklichkeit für bestimmte Subjekte einer Gesellschaft nicht mehr lesbar wird oder sie sich weigern, Einsichten in den historischen Verlauf der Moderne anzuerkennen. Diese beiden Fragen, also erstens nach dem Bruch von Alltäglichkeit und Geschichte und zweitens nach einer möglichen Konsequenz, die diese Diagnose nach sich zieht, scheint mir La Sequenza del Fiore di Carta in Form einer Allegorie aufzuwerfen. Und jetzt im Folgenden werde ich versuchen, aus einem Close Reading des Filmes zu einigen grundlegenden Thesen Pasolinis über das Verhältnis von Plansequenz und Montage und dann auch Gegenwart und Geschichte überzuleiten. Zu Beginn des Films sehen wir Ricetto sprungbereit am Rand der Fontana delle Najadi. Mit den Händen schlägt er ungeduldig einen Rhythmus auf seine Knie, sein Blick ist zunächst nach links gerichtet, um schließlich einer schwarzen Limousine zu folgen, die das Bildfeld parallel zur Leinwand durchquert und die Sicht exakt vertikal schneidet. Ricetto schenkt der Limousine einen kurzen, eher unbeeindruckten Blick. Der programmatische Charakter dieser nur wenige Sekunden langen Eingangssequenz wird durch die erste Montage zusätzlich verstärkt und gleichzeitig verrätselt, denn Pasolini zeigt nun die Weltkarte mit Afrika im Mittelpunkt. Es scheint mir naheliegend, dass Pasolini hier zunächst die geopolitische Aufteilung der Welt in Erinnerung ruft, der wenig später mit dem Blick vom Mond ein anderes Modell der Darstellung der Erde entgegenstellt. Die den Film dominierende Plansequenz setzt nach der Weltkarte ein, mit einem Blick von der anderen Straßenseite. Und das ist sozusagen auch entscheidend, weil es diesen Übergang auch von der Seite der Technik markiert. Während Ricetto die Piazza della Repubblica überquert, die nun von typischen italienischen Kleinwagen frequentiert wird, wirft er insgesamt fünfmal eine Münze in die Luft. Das einfache Glücksspiel ist zum einen Ausdruck seiner Leichtsinnigkeit und verweist zum anderen symbolisch auf sein späteres Schicksal. Auffallend ist zugleich, wie lange neben Ricetto, aber von diesem unbemerkt, ein schwarzer Passant regungslos, in gewisser Weise wie versteinert, in Richtung Kamera schaut. Pasolini hatte seit Anfang der 60er Jahre die Hoffnungsmetapher, die er zunächst dem römischen und neapolitanischen Subproletariat zusprach, auch auf Afrika als Begriff projiziert. Der Begriff Afrika, so Pasolini in der Schwarze Widerstand, La Resistenza Negra, das ist sein Vorwort für die Anthologie der Letteratura Negra von 1961, stehe für einen hochkomplexen, bisher als wirkliche revolutionäre Kraft noch nicht genutzten subproletarischen Zustand. Vielleicht lässt sich der Begriff besser definieren, wenn man Afrika mit der gesamten Region der Bandungsstaaten gleichsetzt, mithin Afroasien, das, um es klar zu sagen, an der Peripherie Roms beginnt. Zwar lässt in La Sequenza del Fiore di Carta die Kontingenz der Plansequenz keine eindeutige Bedeutungsfestschreibung zu, aber sie verweist gerade so auf den Wandel einer nur scheinbar heilen Gegenwart und verstärkt durch die bedeutungstragenden Details den onirischen Charakter der Sequenz. Der schwarze Passant
wirkt in der Via Nazionale im Technicolor von 1967 zwar realistisch, aber auf eine Weise auch phantasmatisch. Ähnlich wie in einer Plansequenz in Le Moda di Sanaa von 1970-74, die chinesischen Hilfsarbeiter im Jemen, von denen Pasolini dann auch sagte, dass ihre Körper ihrer Natur nach wie Erscheinungen wirken. I loro corpi hanno la natura delle apparizioni. Die Latenz der Bedeutungen entspricht der evozierten Einfühlung in das Tagträum Ricettos, auf das auch Sandro Petralia und Peter Friedl hingewiesen haben. Die Kamerafahrt verstärkt den onirischen Charakter, indem sie sich selbst entzieht und in regelmäßigen Abständen von Ricetto sich wegbewegt. Deutlich wird dies, als sich Ricetto eine Zigarette anzünden will und die Straßenarbeiter um Feuer bittet. Das Bild dieser alltäglichen Situation wird jedoch erst zur Reflexionsfigur, als die Plansequenz mit bewegter Kamera das Bild distanziert. Dieser Moment der Distanzierung wird als Differenzierung von Wirklichkeit und Tagtraum wahrgenommen. Er geht einher mit dem ersten Einsatz der Überblendung. Pasolini legt zunächst wehende Fahnen über die Plansequenz. Später auch Aufmärsche, politische Zusammenkünfte, Massenbekundigungen, eine Fabrik der Coop Ardelt, eine Gerichtsszene und verschiedene Politiker, wie zum Beispiel den damaligen amerikanischen Präsidenten Lyndon Johnson. Die Fotografie, die den toten Che Guevara zeigt, ging im Oktober 1967 auch in Italien durch die Presse. Vergleicht man hier die medialen Verschiebungen von der Fotografie Freddy Albortas zu den manipulierten, beschnittenen Pressefotos, wie sie Pasolini wahrnehmen konnte, und seiner Überblendung im Film, wird schrittweise deutlich, dass die Montage zunächst manipuliert, aber in Verbindung mit der Plansequenz und in Bezug auf die Kontinuität der Wirklichkeit das onirische Potenzial der Bilder heraufbeschwört. La Sequenza del Fiore di Carta verbindet in diesem Sinne Dokumentation, Bildkritik und Narration über die überblendende Montage von Footage und Plansequenz. Bereits in den Traumsequenzen am Ende von Acatone 1961 hatte Pasolini mit der Technik des Fondue Enchaîné experimentiert und die Montage des Found Footage wurde dann in La Rabbia zur filmischen Sprache. Auch dort hatte Pasolini an wenigen Stellen mit Überblendungen gearbeitet, aber die Bilder weniger auf das Schicksal einer individuellen Figur, also wie hier jetzt Ricetto, sondern vielmehr auf die italienische Gesellschaft im Ganzen bezogen. La Sequenza del Fiore di Carta stellt eine Art Synthese aus der Erfahrung von Acatone und La Rabbia dar. Insofern die naiv erfahrene Lebenswelt Ricettos und die politische Parallelwelt durch die Bichromie von Technicolor und Schwarz-Weiß-Film bzw. Schwarz-Weiß-Fotomaterial unterschieden werden kann. Ricetto ist in seinem lebensfrohen Tagtraum dabei realistischer als der träumende Acatone, dessen Geschichte noch die Narrationsform des klassischen Romans rezipiert. Also in Acatone kann man sagen, dass die Narration stark noch auf den Roman zurückgeht, wie etwa bei Pasolini Ragazzi di Vita 55 oder Una Vita Violenta von 1959, die natürlich ihrerseits bereits auf der Ebene des Narrativs den Neorealismus im Film rezipieren. In La Sequenza del Fiore di Carta intendiert Pasolini hingegen eine Allegorisierung der Wirklichkeit. In Ricetto ist sie personifiziert, sein Attribut ist die rote Papierblume. Die Plansequenz wird durch einen Schnitt erstmals unterbrochen, als Ricetto mit dieser Papierblume durch die Straße tanzt. Die abrupte Vorwegnahme der Szene wirkt auch deswegen beunruhigend, weil der Ton stumm geschaltet wird und so eine akusmatische Leere entsteht, wie sie Pasolini wiederholt in Traumsequenzen eingesetzt hat, also genauso auch in Acatone. Wenig später läuft Ricetto zudem an einem Werbeposter mit der Aufschrift Sordità, Taubheit, Schwerhörigkeit, vorbei, das auf die zuvor wahrnehmbare Stille rückverweist und gleichzeitig Ricettos Ignoranz gegenüber der Stimme Gottes vorwegnimmt. Nachdem zu Beginn eine Weltkarte zu sehen war, zeigt Pasolini nun die Erde vom Mond aus gesehen, La Terra Vista dalla Luna, wie er einen Beitrag zu dem italienischen Episodenfilm Le Streghe von 1967 nannte. Die Überblendung von Erdkugel und Via Nazionale ließe sich meines Erachtens so deuten,
dass es kein Weltbild ohne Erde geben könne, wenn nicht auch der Zusammenhang als solcher erkenntlich wird. Vom Mond aus betrachtet gibt es keine Geopolitik, von der Via Nationale aus betrachtet gibt es nur den Alltag. Die Geschichte wird aus beiden Perspektiven unwesentlich, und dieser Verlust des historischen Bewusstseins markiert für Pasolini das grundlegende Problem. Pasolinis Denken kreist daher um eine Dialektik dieser beiden Sphären, die neben der anthropologischen und politischen auch ontologische und theologische Perspektiven einnimmt. Wenn die Ton- und Bildspur den Bombenabwurf in Vietnam über die Plansequenz blendet, ist dies für Pasolini gerade ein Anlass, seine politisch-theologische Exegese einzuleiten. Der Übergang selbst erfolgt innerhalb der Plansequenz, indem sich zunächst in den Frontscheiben eines Busses der Himmel spiegelt und Pasolini ihn erst dann direkt filmt. Also man kann sagen, das, was er mit der Überblendung macht, fängt er sozusagen auch in der Plansequenz ein, indem er sehr viel mit dem Spiegeln auf Scheiben arbeitet. Die Tonspur verdeutlicht den Übergang dadurch, dass nun, wie schon in Agathon oder in Evangelio Secondo Matteo, ein Choral der Bachschen Matthäus-Passion erklingt. Für Ricettos Ohren existiert wenig später jedoch eine andere Musik. Zu den Klängen einer englischen Version von Fruscio di Foglie Verdi, ein Song, den Audrey Nora und Ennio Morricone für das Trio Junior schrieben und den Pasolini auf Italienisch auch in Teorema verwendet, tanzt Ricetto mit seiner roten Papierblume durch die Straße. Ganz buchstäblich reagiert sein Körper nur auf diese Form der Musik. Für das tiefsinnige Ethos der Bachschen Passion ist er hingegen sozusagen im Sinne dieses Posters, was man zuvor sah, taub, sordo. Nachdem der mehrstimmige Choral verklungen ist, setzt die Stimme Gottes ein, polyphon gesprochen von Graziella Carcossi, Aldo Pulisi, Bernardo Bertolucci und Pasolini selbst. Die Stimme versucht zunächst Ricetto in ein moralisches Gespräch zu verwickeln. Nachdem dies misslingt, verlangt sie schließlich nur noch nach einem einfachen Zeichen der Aufmerksamkeit. Ricetto hingegen zuckt ahnungslos mit den Schultern und zieht es vor, sich den Weg zu erleichtern und per Anhalter zu fahren. In der Scheibe spiegelt sich erneut das optisch Unbewusste der unsichtbaren göttlichen Macht, die wenig später in Form eines Klerikers sogar an ihm vorbeiläuft, von Ricetto gleichsam unbeachtet. Eine Fotografie einer Enthauptung kündigt das von Pasolini gesprochene an den Stil von La Rabbia erinnernde dreifach wiederholte Morire, Morire, Morire an. Das ist eine poetische Form, die an La Rabbia sehr, sehr oft durchspielt. Aber selbst diese letzten Worte Gottes scheint Ricetto nicht verstehen zu können. Es entgeht ihm damit sogar der Sinn seines eigenen Todesurteils. Mit einer Explosion und Schüssen eskaliert der Film mit Blick auf ein Massaker. Ricetto stirbt schließlich in ähnlicher Position wie der Vietnamese auf der Fotografie. Neben ihm liegt seine rote Papierblume. Als Attribut seiner Unschuld im Hintergrund pfeift noch jemand die Melodie des Morricone-Songs, bevor der Film ohne Abspann abbricht. In La Sequenza del Fiore di Carta generiert Pasolini die allegorische Lesbarkeit des Filmes, also durch die technische Überblendung von Plansequenz und Montage. Noch 1966 hat er im Gespräch mit Jean-André Fichy betont, dass er in seinen frühen Filmen angeblich keine Plansequenzen, sondern fast nur Frontaleinstellungen gegeben hätte. Diese Aussage lässt sich heuristisch verstehen und verweist vor allem auf das Paradigma der Montage als Kritik. Entscheidend ist, dass Pasolini der Plansequenz eine Positionslosigkeit zuschreibt und die Schnitte der Montage mit kritischen Interventionen in Verbindung bringt. Damit unterscheidet Pasolini zwei Weisen der Subjektivierung. Ein unschuldig naives, verantwortungsloses Subjekt wie Ricetto und eine kritische Haltung mit einem historischen Bewusstsein, aber ohne Zugang zum guten Alltag und der Gegenwart. Die technische Unterscheidung von Plansequenz und Montage hatte Pasolini bereits zuvor in seinen Anmerkungen zur Plansequenz, die Osservazioni sul piano sequenza, eingeführt. Pasolini publizierte den Text 1967, als er begann, über La Sequenza del Fiore di Carta nachzudenken. Diese kleine Theorie der Plansequenz ist ein wichtiger Lektüreschlüssel für ein Verständnis der im Film erzeugten Allegorie.
Pasolinis Text eröffnet dort zunächst mit einem überraschenden Beispiel. Betrachten wir das 16 mm Filmchen, das ein Zuschauer in der Menge über den Tod von Kennedy gedreht hat. Es ist eine Plansequenz und es ist so typisch wie möglich für eine Plansequenz. Und ich würde Sie bitten, den Zapruder-Film kurz zu zeigen. Weil Abraham Zapruder am 22. November 1963 in Downtown Dallas die Ermordung Kennedys, wie Pasolini schreibt, von da gefilmt hat, wo er sich befand, indem er das aufnahm, was sein Auge besser als das Objektiv sah, ist, wie Pasolini dann schließt, die typischste Einstellungssequenz, also eine subjektive Perspektive. Zapruder verkörpert in seiner Position als Amateurfilmer das gleiche Subjekt aus Fleisch und Blut, un soggetto in carne e ossa, das in La Sequenza del Fiore di Carta in der Figur des Ricetto als Allegorie der schuldigen Unschuld durch Rom tänzelt. Die Zeit der Einstellungssequenz, so Pasolini, ist die der Gegenwart. Und diese Gegenwart ist die Zeit der verschiedenen subjektiven Perspektiven als Einstellungssequenzen, gedreht von den verschiedenen Gesichtspunkten aus, an denen das Schicksal die Zeugen aufgestellt hat, mit ihren unvollkommenen natürlichen Organen oder technischen Geräten. Der unschuldigen Schuld Ricettos entspricht in soziologischer Perspektive die ahnungslose Tat Zapruders in der amerikanischen Gesellschaft um 1963. In Zapruders Film fehlt jegliche Positionierung. Erst nach 29 Sekunden merkt der Amateur in der Menge, dass er die Ermordung seines Präsidenten filmt. Die Plansequenz ist damit auf der Seite der Kamera die technische Form der Unschuld, die Pasolini in La Sequenza del Fiore di Carta allegorisch in Szene setzt. Der Zapruder-Film ist in seiner Form als Plansequenz für Pasolini damit auch nur, wie er schreibt, ein potenzieller Film. Ihm fehlt der für Pasolini entscheidende Eingriff der Montage. Erst die Montage bringt nach Pasolini die Gegenwart mit der Vergangenheit in einen Bezug und der Monteur wird damit zu einem Erzähler. Oder wie Pasolini schreibt, dieser Erzähler verwandelt die Geschichte in Vergangenheit. Kompliziert wird dieses Modell, als Pasolini die Analogiebildung von Plansequenz und Gegenwart, Montage und Geschichte gegen Ende des Textes noch um den Gegensatz von Leben und Tod erweitert oder ihn daraufhin zuspitzt. Der Tod macht eine fulminante Montage aus unserem Leben. Das heißt, er wählt dessen wirklich signifikante und nun nicht mehr durch andere gegensätzliche und kohärente modifizierbare Momente aus und stellt sie in eine Folge. Die Montage bearbeitet also das Material des Films, wie der Tod das Leben bearbeitet. John Kopczek hat Pasolinis Vergleich zwischen Montage und Tod als elliptische Einführung zweier verschiedenartiger ontologischer Ebenen abgewiesen. Nach Kopczek ist der intentionale Entwurf eines Autors oder die Schnitte eines Monteurs nicht vergleichbar mit dem Ereignis des Todes. Pasolinis Argument lässt sich jedoch über eine unorthodoxe Heidegger-Lektüre als ein existenzialistisches Argument verständlich machen. Pasolini hatte in einem unpublizierten Exkurs zu den Anmerkungen über die Plansequenz, ich zitiere, die endlos langen, verzweifelnden Plansequenzen Godards als eine Herausforderung an den Tod und das Fida alla morte charakterisiert. Pasolini bringt dieses Fida alla morte bemerkenswerterweise in eben diesem Exkurs mit Heideggers Dasein, was Pasolini auf Deutsch schreibt, obwohl er meines Wissens kein Deutsch sprechen konnte, mit Heideggers Dasein in Verbindung, wie mir scheint, um auf Heideggers Vorstellung des Daseins als Sorge oder auch als Sein zum Tode anzuspielen. Die Rezeption ist kompliziert, nicht zuletzt, weil Pasolini diesen Begriff nicht direkt von Heidegger übernimmt,
sondern von dem tschechischen Philosophen Karel Kossig aufgreift, der in den 60er Jahren einen mit Marcuse vergleichbaren phänomenologisch geschulten Marxismus vorgeschlagen hatte. Kossig wurde in Italien bereits 1961 über Enzo Pacci eingeführt. 1964 hielt er in Rom, wo Pasolini damals lebte, im Gramsci-Institut einen Vortrag über die Dialektik der Moral und die Moral der Dialektik. Und dann wurde sein Buch 1965, sein wichtigstes Buch, publiziert und Pasolini lernte ihn zusammen in Prag 1965 mit Milan Kundera und Carlo Levi kennen. Eben in diesem Jahr erschien dann die Dialektik des Konkreten, Kossigs Hauptwerk, in dem er sich neben Hegel, Marx und Gramsci vor allem auch auf Heidegger bezieht und seinen praxisbezogenen existenzialistischen Marxismus ausformuliert. Besonders die Passagen über Alltäglichkeit und Geschichte lassen sich im Hinblick auf La Sequenza del Fiore di Carta direkt auf Pasolinis Theorie der dialektischen Montage beziehen. Und vielleicht muss ich dazu sagen, mir geht es natürlich nicht darum, sozusagen Kossig als Erklärungstext hier anzuführen, sondern es geht eher um ähnliche Gedanken, um ähnliche Denkfiguren, die man bei Kossig wiederfindet und dann eben im Medium des Filmes auch bei Pasolini. Alltäglichkeit und Geschichte durchdringen sich gegenseitig. In diesem sich durchdringen ändert sich ihr vermeintlicher und scheinbarer Charakter. Die Alltäglichkeit ist nicht das, als was sie dem alltäglichen Bewusstsein erscheint. Die Aufteilung des Lebens in Alltäglichkeit und Geschichte wird von diesem Bewusstsein als Schicksal erfahren. Im Exkurs zu den Anmerkungen zur Plansequenz zitiert Pasolini Kossigs Sentenz einer Religion des Alltagslebens, Religione della vita quotidiana, worunter Kossig die Abgesondertheit der Alltäglichkeit von der Geschichte versteht. Kossigs kritische Analyse der Religion des Alltagslebens verweist auf Pasolinis profanierende Lektüre der Evangelien. La Sequenza del Fiore di Carta war Pasolinis Beitrag zu einem Episodenfilm, der zunächst unter dem Titel Vangelo 70 konzipiert wurde, aber dann als Amore Rabbia in die Kinos kam. Thematisch hatten sich alle Regisseure an die Vorgabe der beiden katholischen Journalisten Puccio Pucci und Piero Badalassi zu halten, die vorgeschlagen hatten, Gleichnisse der Evangelien filmisch in die Gegenwart zu überführen. In einem Brief an Godard im Oktober 1967 aus Rom hatte Pasolini den Entwurf eines Vorspanns skizziert, der vorgesehen hätte, den fünf Filmen einen eigenen Prolog voranzustellen, in dem alle Regisseure ihre Bezugnahme auf die Gleichnisse offenlegen. Pasolini plante eine Zusammenkunft der Regisseure in einer Art Fernsehstudio mit einer Kreuzigungsszene und einem nicht spezifizierten Sakrileg. Eine ausführlichere Skizze dieses Prologs, die sich im Archivio Pasolini unter dem Titel Pace e Rabbia erhalten hat, ist besonders für La Sequenza del Fiore di Carta und die zeitgleich verfassten Anmerkungen der Plansequenz, also beides 1967 in der Entstehung, aufschlussreich, weil sie einige Überlegungen zur Montage und ihre Kraft der Vergegenwärtigung heterogener Materialien auf den theologischen Subtext hin zuspitzt. Und ich zitiere jetzt nochmal zwei Zitate ausführlich in der gesamten Länge, einfach weil es in diesem Fall auch unpubliziertes Material ist und einfach im Hinblick auf eine Interpretation aufschlussreich. Also das ist dieser Entwurf eines möglichen Prologs für Amore Rabbia, dieser Episodenfilm, an dem eben La Sequenza del Fiore di Carta ein Beitrag war. Es handelt sich um ein Stück Film, der die Seligpreisungen, die 12 Anaphora des Evangeliums nach Matthäus veranschaulicht. Ein solches Stück Film, teils aus Fiktion und Montage, bestehen. Das zu montierende Material könnte sowohl fotografisch wie kinematografisch sein. Der Sinn dieses Pace e Rabbia ist ganz einfach, mit Bildern der modernen Welt zu veranschaulichen, wer die tatsächlichen Persönlichkeiten der Seligpreisungen sind. Die Armen, die Kranken, die Unterworfenen und so weiter. Natürlich wird eine solche Darstellung weder konventionell noch einfach pietistisch sein. Sie wird im Gegenteil in gewisser Weise skandalös sein und wird neben der religiösen eine politische Bedeutung haben. Die Worte Christi werden daher als extrem aktuell interpretiert, fast als ob sie die genaue Situation vorwegnehmen, in der wir uns heute befinden. 1967 mit all unseren Problemen, von den Umständen der Schwarzen in Amerika bis zum Krieg im Vietnam, bis zu den Beziehungen zwischen den reichen und armen Nationen und so weiter.
Um zwei Beispiele zu nennen, jene, die Christus die Friedensstifter, die Operatori di Pace nennt, oder in anderen Übersetzungen als Pazifisten bezeichnet, werden mit Bildern von Demonstrationen gegen den Krieg Teilnehmern an Friedensmärschen veranschaulicht, mit ihren Schildern, ihrer Kleidung, ihrer Lebensart, die neue amerikanische Linke, die europäischen Friedensorganisationen und so weiter. Diejenigen, die Christus als die Hungernden und Durstenden nach Gerechtigkeit, die Affamatia Asitati, die Justitia nennt, werden durch Fotografien veranschaulicht, leider durch Gräber, von den Sozialisten und Kommunisten, die für ein Ideal der Gerechtigkeit ihr Leben gelassen haben und so weiter. Die Politisierung der Glückseligkeit wird jedoch weder parteiisch noch total sein. Ein breiter Rand wird den Menschen vorbehalten, die die Geschichte wie einen Traum leben. Unschuldige, Innocenti, Ahnungslose, Inconsapevoli, reine und einfache Lebende. Vom Entwurf dieses Prologs für Vangelo Settanta oder Amore Rabbia lässt sich unmittelbar zu dem überleiten, was Pasolini uns dann mit La Sequenza del Fiore di Carta als seinen Beitrag präsentieren sollte. In einem Gespräch mit Oswald Stack hat Pasolini selbst eine Beschreibung und Auslegung seiner Bearbeitung des Gleichnisses von der Verfluchung des Feigenbaumes geliefert. Vangelo Settanta sollte von Gleichnissen oder kleinen Stücken des Neuen Testaments ausgehen. Deshalb habe ich für meine Episode den unschuldigen Feigenbaum gewählt. Sie erinnern sich der Stelle, in der Christus ein paar Feigen pflücken will, aber weil es März ist, trägt der Baum noch keine, deshalb verflucht er ihn. Diese Episode erschien mir immer sehr rätselhaft und es gibt eine Reihe widersprüchlicher Interpretationen darüber. Wie ich sie interpretiere, sieht etwas so aus. Es gibt Augenblicke in der Geschichte, da kann man nicht unschuldig und ohne Bewusstsein sein. Sich nicht bewusst zu sein bedeutet dann schuldig zu sein. So habe ich Ninetto die Via Nazionale hinauflaufen lassen und während er da geht, ohne einen Gedanken im Kopf und vollständig unschuldig, ziehen eine Anzahl von Bildern der wichtigen und gefährlichen Sachen, die auf der Welt passieren, auf der anderen Straßenseite der Via Nazionale an ihm vorbei. Sachen, deren er sich nicht bewusst ist, wie der Krieg in Vietnam, die Beziehung zwischen Ost und West und so weiter. Es sind so Schatten, die über ihn hinwegziehen, von denen er gar nichts weiß. Dann hört er in einem bestimmten Augenblick die Stimme Gottes, die aus der Mitte des Straßenverkehrs kommt. Gott mahnt ihn eindringlich aufzuwachen, bewusst zu werden, aber wie der Feigenbaum versteht er nichts, weil er unreif ist und unschuldig und deshalb verdammt ihn Gott und lässt ihn sterben. Pasolinis Interpretation des Gleichnisses von der Verfluchung des Feigenbaums erinnert daran, dass die Problematik, die Cossigs Religion des Alltagslebens benennt, also der notwendigen Dialektik von Alltäglichkeit und Geschichte, von einer unschuldigen Schuld und einem historischen Bewusstsein, bereits in den Evangelien gleichnishaft angelegt ist. Pasolinis Lektüre führt, wie schon zuvor in Il Vangelo secondo Matteo oder auch in La Ricotta, zu einer Profanierung, die direkt auf den historischen Kontext im Sommer 1968 antwortet. Aber letztlich keine Antwort findet, sondern womöglich nur die Frage, die das Gleichnis der Evangelien liefert, in die Form einer gegenwartsbezogenen Allegorie umformuliert. 1971 wurde Pasolini in einem Kolloquium über Il Vangelo secondo Matteo erneut und ein letztes Mal auf seine Bearbeitung des Gleichnisses von der Verfluchung des Feigenbaums angesprochen. Und das ist jetzt auch das letzte Zitat, was ich Ihnen zeige und sozusagen auch gleichzeitig der Übergang dann zu dem Hauptfilm. Pasolini sagt dort auf die Frage von Clemente Cattaglia, einem katholischen Journalisten: Christus hat sicher nicht zufällig eine Pflanze als Symbol gewählt, die das Höchste der Unschuld darstellt. Aber es gibt keine Unschuld, die nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Schuld wird. Sartre sagt, es gibt keine unschuldigen Opfer. Der Ausdruck ist von einem radikalen, absoluten Moralismus, jenseits des Moralismus, und wird zu einer religiösen Weltsicht. Jeder Unschuldige muss sich seines historischen Seins und seiner historischen Funktion bewusst werden. Nehmen wir einen Schwarzen aus einem Staat der Dritten Welt, der erst seit kurzem in der Unabhängigkeit angekommen ist. Der edle Wilde, der auf seine Weise unschuldig wie der Feigenbaum des Evangeliums lebte, seine wilde, einst natürliche Unschuld wird zu einem Hindernis, einer Schuld und hat kein Recht mehr zu existieren und wird verdammt werden, so wie Christus den Feigenbaum verfluchte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß bei dem Film.